Eine Kategorie haben wir noch, das ist der Verbraucherschutz und die Laudatio wird gehalten von Padelun von Digital Courage e.V. Herzlich willkommen, Padelun. Ah, wunderbar. Wasser. Ja, endlich Wasser. Fein. Hübsch. Mit Flügelchen. Komm aus dem Käfig raus. Ja. Ich hoffe, ich huste nicht die ganze Zeit. Der Big Brother Award 2014 in der Kategorie Verbraucherschutz geht an Kiyu Song von der LG Electronics GmbH in Ratingen. Und zwar für Fernseher, die in unsere Wohnzimmer spähen. Sie wissen es, die Preise, die wir hier vergeben, heißen Big Brother Awards. Der Name ist dem Roman 1984 von George Orwell entnommen. Dieses Buch beschreibt die Dystopie einer Überwachungsgesellschaft, in der die Partei, manifestiert durch das führende Parteimitglied und deren Spion O'Brien, ihre Mitglieder unter anderem dadurch überwacht, dass in jedem Haushalt ein sogenannter Teleschirm hängt. Ein Flachbildschirm-Fernsehgerät, das einen auch individuell sehen kann und auch ansprechen kann. Gruppe der 30- bis 40-Jährigen, kläfft eine schrille Frauenstimme. Gruppe der 30- bis 40-Jährigen, bitte auf die Plätze. 30- bis 40-Jährige. Winston Smith nahm stramme Haltung vor dem Televisor an, auf dessen Schirm bereits das Bild einer ziemlich jungen, mageren, aber muskulösen Frau in einem Kittel und Turnschuhen erschienen war. Arme beugt und streckt, legte sie los. Im Takt bitte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los, Genossen, ein bisschen lebhafter. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und so weiter. Smith, schrie die giftige Stimme aus dem Televisor. 6079 Smith W. Ja, Sie meine ich. Tiefer bücken, wenn ich bitten darf. Sie bringen mehr fertig als das. Sie geben sich keine Mühe. Tiefer bitte. Na ja, ist schon besser, Genosse. Geht doch. Die etwas Älteren unter Ihnen erinnern sich. Das war reine Science-Fiction. Ein Fernsehgerät 1948, als der Roman 1984 geschrieben wurde, konnte aus den elektromagnetisch übermittelten Wellen ein Signal herausfiltern und auf dem Gerät als Bild und Ton darstellen. Ein Rückkanal war technisch unmöglich. Um einen Rückkanal zu realisieren, hätte ein Fernsehgerät wie ein Telefon funktionieren müssen. Unsere Vernunft sagte uns auch noch in den 80ern, dass das genauso unmöglich sei, wie mit einem kleinen, dicklichen Glasrechteck per Funk von überall her nach überall hin zu telefonieren und das auch noch ohne Kabel. Aber längst sind Buchhändlerinnen dabei, das Buch 1984 von der Science Fiction in die Sachbuchabteilung Science Faction umzusortieren. Durchaus zu Recht, denn der Teleschirm und anderes dort im Buch beschriebene Dinge sind Realität geworden. Schon früh wurde versucht, den real existierenden Fernseher zu einem interaktiven Medium umzubauen. Die TV-Sender haben vor rund 35 Jahren angefangen, mit dem sogenannten Videotext zusätzlich zu ihrem Fernsehprogramm abrufbare Textinformationen in Klötzchengrafik zur Verfügung zu stellen. Ein Rückkanal konnte auch das nicht anbieten. Damit hingegen experimentierte die Deutsche Bundespost. 1979 kombinierte sie das Telefon mit dem Fernsehgerät und nannte das Bildschirmtext oder kurz BTX. 1983 wurde das System bundesweit eingeführt. Bildschirmtext, es brummt, Bildschirmtext hatte ein einziges Ziel, den Geldbeutel der Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Datenleitung lieferte Inhalte ins Haus und interaktiv wurde es dadurch, dass Greti und Pleti über einen schneckenlangsamen Rückkanal bestellen und via Telefonrechnung auch bezahlen konnten. Der Zentralrechner stand übrigens in Ulm und wir Hacker nannten ihn immer Jojo, weil er dauernd abstürzte
und wieder hochgefahren werden musste. Wie Videotext bestand auch BTX aus Klötzchengrafik. Der Fernsehbildschirm diente, anders als beim Videotext, lediglich der Darstellung der Inhalte. Und die bestanden aus wenigen Informationen mit viel Werbung. Oder eher aus Werbung mit ein paar Informationseinsprengseln. Sogar die Vorläufer der Ruf-mich-an-Dienstleistungen gab es da schon. Die Uhr tickte. BTX ist längst Geschichte. Das Internet hat sich breit gemacht und wurde schnell zum Universal-Unterhaltungsersatz statt des Fernsehgerätes. Denn die Menschen nutzten die herangereiften technischen Möglichkeiten, um dem Programmdiktat zu entfliehen. Am Computer gucken sie nun jederzeit, wann sie wollen, die neuesten amerikanischen Serien von HBO, gucken schmutzige Filmchen auf YouPorn, weniger schmutzige Filmchen auf YouTube, klicken sich durch Wikipedia, spielen online grafisch opulente Ballerspiele und lesen die neuesten Detailhäppchen zum aktuellen Überwachungsskandal auf Spiegel Online und tiefergehendes zur Alltagsüberwachung auf bigbrotherawards.de. Um die Zuschauenden wieder vom Computer weg vor den Fernseher zu bringen, wurde das Fernsehgerät rund erneuert und smart gemacht. Flach ist es jetzt und groß und man kann viel bequemer als am heimischen Computertisch Fernsehen, DVDs, Filme von der Festplatte und Internet vom Sofa aus gucken. Diese smarten Teleschirme sind keine Fernsehgeräte mehr, sondern flache Computer mit Bildschirm. Und sie haben einen Internetanschluss. Und es fiel ein Blogger aus England auf, dass ein Fernsehgerät Daten ins Netz sendet. Es war ein Gerät der Firma LG, das brav an seinen Hersteller in Korea Informationen darüber sendete, was das Gerät so anzeigt, welcher Sender gerade eingeschaltet ist, welche DVD gerade eingelegt ist oder welche Filme oder Musikstücke auf einer angeschlossenen Festplatte oder einem USB-Stick so gespeichert sind. Dieser Blogger suchte im Einstellungsmenü, ob er das deaktivieren konnte. Er fand tatsächlich einen Schalter, er klickte ihn an und nichts änderte sich. Das Gerät sendete diese Informationen einfach weiter. Auf diese geniale Art und Weise lassen sich nun die Nachteile des Fernsehens mit den Nachteilen des Internets verbinden. So werden wir ausspioniert bis in unseren entspanntesten Lebensbereich hinein. Dafür hat die Firma LG den Big Brother Award redlich verdient. Ein bisschen tiefergehend. Ein Forscherteam der Technischen Universität Darmstadt hat sich mit dem dahinterliegenden Standard, der heißt HBBTV, in einer Studie beschäftigt und zeigte sich überrascht, wie viele Daten dort wie häufig ausgesendet wurden, erklärte ein Mitglied des Forschungsteams. Adressaten der Daten seien unter anderem die Server großer Werbebetreibender wie Google Analytics, Chartbeat und WebTrack gewesen. Bei den Untersuchungen der Forscher wurden Daten zum TV-Verhalten auch bei Fernsehern übertragen, bei denen der Zuschauer gar keine smarten Inhalte abgerufen hatte. Fernsehen mit Internetanschluss reichte aus, um den Datenverkehr loszutreten. HBBTV soll uns das Fernsehen einfacher machen. Mittels des roten Knopfes auf der Fernbedienung lässt sich nun eine Mediathek aufrufen, damit der Zuschauer, also in dem Werbetext steht wirklich der Zuschauer, also für Frauen betrifft das gar nicht, sich in einer immer komplexer werdenden Fernsehwelt zurechtfindet, so der Werbetext. Gratis dazu gibt es personalisierte Werbung und den Abruf aller notwendigen Informationen, damit die Zuschauenden gut zu manipulieren sind. Vor dieser Manipulation müssen wir uns schützen. Je mehr wir verleugnen, dass wir manipulierbar sind, desto manipulationsanfälliger sind wir.
Wer viel über uns weiß und sei dieses Wissen auch scheinbar komplett unbedeutend, hat viel Macht über uns. Die Süddeutsche Zeitung berichtete im März unter der schönen Überschrift »Die Lüge von den Metadaten« von einem Experiment von Forschern der Universität Stanford. Hier war das Instrument der Überwachung ein Smartphone. Überwachung des smarten Fernsehgerätes würde meines Erachtens vergleichbare Ergebnisse bringen. Den Beweis bleibe ich natürlich schuldig. Auf den Smartphones von 500 Probanden wurde eine App installiert, die 5 Monate lang alle Metadaten an die Forscher versandten. Und das Ergebnis war erschreckend. Ich zitiere mal aus dem Bericht, aus dem Zeitungsbericht. Nach einer genaueren Durchsicht der Verbindungen stießen die Forscher dann auf allerhand menschliche Verfehlungen. Nur anhand der Metadaten konnten sie auf Geschlechtskrankheiten, außereheliche Affären, Waffenbesitz, Drogenhandel schließen. In ihren Datenbeständen offenbarten sich in harten Fakten die schlimmsten Befürchtungen, die wir und Sie als Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler haben. In manchen Fällen schienen die offenbarten Verbindungen und die dahinterliegenden menschlichen Schicksale derart intim zu sein, dass das Forscherteam ihnen nicht weiter nachgehen wollte und sah dann davon ab, die Teilnehmer für eine Bestätigung ihrer Vermutungen zu kontaktieren. Das müssen Sie sich mal vorstellen. So viel kann man aus diesen Metadaten rauslesen. Der Inhalt mag das sein, was wir sagen. Metadaten und Daten darüber, was wir anschauen oder auf unseren Fernsehern gespeichert haben, beurkunden, was wir wirklich denken und was wir tun. Der Fernseher mutiert, auch wenn wir den Entwicklern von HBBTV nur die besten Absichten unterstellen, zum Überwachungsinstrument. Morgen werden alle Fernseher, wie heute schon Laptops, Kameras und Mikrofone enthalten. Es gibt Zusatzgeräte wie die sogenannte Kinect der Firma Microsoft, die schon heute erkennen können, wie viele Menschen vor dem Teleschirm, auch übrigens ein Spielecomputer, Xbox oder PS2, sind nichts anderes als so ein Teleschirm, und sie können sogar erkennen, welche Mimik die Gesichter ausdrücken, die da vor ihnen sitzen, welche Bewegungen sie machen. Das Mikrofon ist ständig eingeschaltet, damit das Gerät auf Zuruf starten kann. Anders als die Entwickler des HBBTV-Standards hat Microsoft sich über den Schutz der Privatsphäre wenigstens ein bisschen Gedanken gemacht. Man kann dem Gerät "Schalte dich ab" zurufen und dann schaltet es sich tatsächlich ab. Ja, und es kann dann nicht mehr nur mit der Stimme erweckt werden, sondern man muss es manuell wieder einschalten. Deswegen hat Kinect auch keinen Big Brother Award zusammenbekommen. Wir hatten ursprünglich überlegt, LG und Kinect zusammen auszuzeichnen. Der hat ja vielleicht auch der Big Brother Award im Jahr 2002 geholfen, den sich Microsoft, anders als die meisten anderen Firmen, hier in Bielefeld abgeholt hat und versprochen hat, sich mehr um den Schutz der Privatsphäre und Datenschutz zu bemühen. Gruselig ist die Vision, dass unsere Geräte uns die ganze Zeit beobachten und unser Tun und Lassen alles mitkriegen, wann immer sie es für richtig finden, dann auch weitermelden. Gruselig ist das allemal. Und was haben wir nun als Fazit für die Zukunft? Fernseher werden größer, smarter. Sie sehen, hören, erkennen die Anzahl von Menschen im Raum und in welcher Stimmung diese sind. Sie können uns individuell ansprechen, falls wir also beim Turnen nicht bis zu den Zehen kommen, können sie uns bald vielleicht schon angiften, dass wir uns mehr anstrengen sollen. Und sie sind ans Netz angeschlossen und posaunen alles hinaus, was sie über uns und unsere Familienmitglieder, Freunde und Bekannte erfahren. Wenn Sie einen smarten Fernseher, zum Beispiel von den Firmen LG oder Samsung, zu Hause haben, wenn Sie das nicht genau wissen, ob Ihr Fernseher smart ist, drücken Sie mal auf den roten Knopf bei der Fernbedienung und dann schauen Sie, was passiert. Wenn Sie also einen smarten Fernseher zu Hause ans Netz angeschlossen haben, dann gehen Sie ganz getrost davon aus, dass die Herstellerfirmen wissen, ob sie Germany's Next Topmodel oder Fußball gucken, ob sie regelmäßig die politische Satire der Heute-Show oder Extra 3 schauen oder Musikantenstadel im MDR, ob sie alleine schauen oder zusammen mit anderen. Das ist die schöne neue Welt des Teleschirms von 1984.
Orwell hat sich nur um 30 Jahre verschätzt. Ja, und es ist nicht der große Bruder, der uns dies aufzwingt. Es sind dumme Entwickler von Standards, die nicht an Privacy by Design denken, und gewissenlose Geschäftemacher, die diese Standards in Firmware hineinbauen, ohne darüber nachdenken zu wollen, oder die auch vielleicht wirklich böse Auswertungen damit vorhaben. Wir können es nicht wissen. Diese Laudatio beschreibt die Dystopie einer Überwachungsgesellschaft, in der Unternehmen, manifestiert durch unsere Preisträgerin LG als Erfüllungsgehilfin, ihre Kundinnen und Kunden unter anderem dadurch überwachen, dass sie in jeden Haushalt oder gar jedem Zimmer einen sogenannten Teleschirm hängen. Und ihr habt das gleich ausgenutzt. Herzlichen Dank, LG. Herzlichen Glückwunsch zum Big Brother Award im Bereich Verbraucherschutz 2014. Vielen Dank, Padelun. Von LG jemand da, der den Preis entgegennehmen möchte? Nein, es ist nicht der Fall.